Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Insta Live hier beim Vorwärts. Wir sprechen heute mit Katja Mast über ja, das erste Legislaturjahr, das jetzt schon fast zu Ende ist. Wir schauen mal ein bisschen zurück, was sind eigentlich die letzten Monate passiert im Bundestag, welche Gesetze wurden beschlossen, was wurde auf den Weg gebracht, aber auch, wie geht es jetzt eigentlich nach der Sommerpause weiter. Genau, und da quatschen wir heute mit Katja Mast. Hallo liebe Katja, schön, dass du da bist. Hi Daniela. Ja, schön, dass du wieder bei uns bist. Ich kann mich erinnern, dass du, glaube ich, letztes Jahr zum Sommerbeginn mal kurz bei uns warst. Na, passt ja. Passt. So, knapp ein Jahr später wieder. Freut mich super, dass du hier bist. Wie war dieses erste fast vergangene Jahr jetzt im Bundestag für dich? Mit einer Ampelregierung, es wurde vieles auf den Weg gebracht, vieles soll noch kommen. Es war ja eine sehr schwierige Zeit, ist es immer noch. Wie hast du das wahrgenommen, das erste Ampeljahr? Naja, schwierige Zeit insofern, dass wir ja mit dem Krieg in der Ukraine, mit Corona historische Dinge erlebt haben, die wir nicht so planen konnten und die ab dem ersten Tag quasi eine Rolle gespielt haben. Und insofern war viel zu tun, viel auch schnelles Agieren in den Krisen, viel Orientierung geben, viel mit den Bürgerinnen und Bürgern im Gespräch sein. Und dadurch, dass ich ja jetzt eine neue Funktion habe als erste parlamentarische Geschäftsführerin, sage ich mal so, war ich die ganze Zeit am Puls der Zeit, also anspruchsvoll. Aber wir haben es immer gut hingekriegt zusammen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste für die Bürgerinnen und Bürger. Nicht, wie es mir geht dabei oder wem auch immer, sondern dass wir so eine stabile Demokratie haben und auch eine stabile Koalition, dass wir das gemeinsam managen. Wenn es immer jeden Tag gibt es Debatten über Einzelpunkte, das ist völlig klar. Aber insgesamt steuern wir das Land doch sehr gut mit Olaf Scholz und unserem Bundeskanzler. Vielleicht mal kurz Verständnisfrage. Du hast gesagt, du bist jetzt erste parlamentarische Geschäftsführerin. Was bedeutet das eigentlich? Was sind so deine Aufgaben? Es ist alles und nichts. Es ist die politische Managerin der SPD-Bundestagsfraktion mit dem Geschäftsführer und Fraktionsvorstand, aber vor allen Dingen an der Seite von Rolf Mützenich. Und wenn du das so ganz eng definierst, geht es darum, was wird wann im Bundestag wie diskutiert. Aber da ich die erste parlamentarische Geschäftsführerin der größten Fraktion bin, koordiniere ich auch alle parlamentarischen Geschäftsführer, auch anderer Fraktionen, bin im Ältestenrat. Aber das geht von Öffentlichkeitsarbeit bis hin zu kleinen Themen, wenn jemand sagt, warum geht irgendwas bei mir nicht. Also es ist wirklich sehr vielfältig. Und wir haben ja mit über 100 neuen Mitgliedern in der SPD-Bundestagsfraktion, wir sind insgesamt 206, nur damit man nochmal klar hat, wie sind die Proportionen, ja auch viele mit an Bord, die sich toll eingearbeitet haben, aber eben, wo wir auch so eine gemeinsame Haltung entwickelt haben in den letzten Monaten. Auch das ist sehr wichtig. Ja, was ist eigentlich in den letzten Monaten passiert? Du hast gerade mal so geschildert, was war ja auf der Welt los? Das haben wir ja auch fast alle verfolgt und mitbekommen. Aber was ist dann im Bundestag eigentlich konkret passiert? Was würdest du sagen, sind so die Punkte, mit denen du dich am meisten beschäftigt hast? Ich habe mich mit von der Einführung des 12-Euro-Mindestlohn über das Infektionsschutzgesetz, über die Frage Impfpflicht ja oder nein, bis hin zur adäquaten Antwort auf Putins Angriffskrieg in der Ukraine, das müsste man eigentlich zuerst nennen, seit 24. Februar, der Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz, wo wir ja immer noch auch gemeinsam durch die große Rede von Lars Klingbeil auch am Definieren sind, was ist diese Zeitenwende? Und als Sozialdemokratin ist ja auch völlig klar, es geht um den sozialen Zusammenhalt, weil die großen, also die großen Themen, die wir ja schon hatten, also solche in Anführungszeichen Kleinigkeiten wie Klimaschutz, Wandel der Industriegesellschaft zur CO2-Neutralität, demografischer Wandel. Diese ganzen Megatrends und Herausforderungen sind ja zusätzlich da und die müssen wir auch gemeinsam angehen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir da auch klar haben,
die hohe Dynamik, die wir haben, die haben ja auch die Bürgerinnen und Bürger, die haben Angst vor Inflation, die merken jeden Tag, ich war heute wieder einkaufen für meine Familie und dachte, okay, also ich mache immer Großeinkäufe, es war ein großer Einkauf, aber normalerweise sind es 80 Euro weniger gewesen oder 70 oder 100 Euro weniger, ja. Und jetzt haben wir ein Einkommen als Familie, wo wir das wegpuffern zusammen. Aber viele Menschen können das nicht einfach wegpuffern, weil sie wirklich jeden Cent zweimal umdrehen müssen. Und ich weiß auch ziemlich genau, wie das war, weil ich ja auch mal von Sozialhilfe gelebt habe. Du hast gerade einige Punkte genannt. Was würdest du sagen? Also es gibt ja einige Gesetze, die jetzt auch auf den Weg gekommen sind. Mindestlohn, Entlastungspakete, alles Mögliche. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das war mein Herzensthema? Das ist so an erster Stelle für mich. Auf jeden Fall der Mindestlohn. Also den habe ich, seit ich Abgeordnete bin, seit 2005, habe ich für den flächendeckend gesetzlichen Mindestlohn gekämpft und mich engagiert und kann mich noch erinnern, wie am Anfang auch teilweise Teile der Gewerkschaften das nicht so toll fanden, weil sie sagen, das ist doch eigentlich Tarifautonomie. Das waren natürlich auch die Gewerkschaften, die eine hohe Tarifbindung haben. Dann haben wir gemeinsam eine Haltung entwickelt im Gewerkschaftsrat der Partei unter der Leitung von Andrea Nahles, dass man gesagt hat, okay, so kann es funktionieren. Dann haben wir über 10 Jahre gebraucht, das durchzusetzen, weil wir es zu einer Bedingung für eine Koalition gemacht haben, damals mit 8,50 Euro. Und jetzt wirklich nochmal diese ganz klare politische Erhöhung auf 12 Euro. Das ist für mich schon ein großes Anliegen, weil ich es natürlich die ganze Zeit biografisch begleitet habe, damals federführend verhandelt habe für die Fraktion. Aber vor allen Dingen, und das ist ja das Traurige, weil ich weiß, wie viele Millionen Menschen in Deutschland davon abhängig sind und dass das eben auch einen Einfluss hat auf alle anderen Löhne. Weil wenn der untere Lohn gesetzlich schon bei 12 Euro ist, fängt man an, bei Tarifverträgen darüber hinauszugehen. Und es zieht allgemein das Lohnniveau nach oben. Etwas, was wir jetzt unbedingt brauchen. Und was auch wirklich kluge Politik ist. Von der SPD hört man immer oft, ja, der Mindestlohn ist beschlossen, aber das ist noch nicht alles, da muss noch viel mehr kommen. Was heißt das eigentlich? Was muss jetzt eigentlich noch ja, mehr kommen zum Mindestlohn? Naja, wir haben ja gute Löhne, gibt es in der Regel mit guten Tarifverträgen. Und deshalb geht es darum, dass die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen gestärkt wird. Also dass Tarifverträge für alle in der Branche gelten, heißt es übersetzt. Dass wir die Tarifautonomie, also den Aushandlungsprozess zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, beziehungsweise Gewerkschaft und Arbeitgebern stärken. Und da gibt es viel zu tun. Und dass wir auch Betriebsrätinnen und Betriebsräte schützen, weil die müssen ziemlich viel wegpuffern in den Betrieben. Gibt auch oft ehrliche, echte Diskriminierung bis hin zu Kündigungen und so weiter. Und da geht es natürlich darum, das eigentliche Erfolgsmodell unserer sozialen Marktwirtschaft zu stärken, ein ursozialdemokratisches Anliegen, aber wie ich finde, auch absolut essentiell für die Bundesrepublik Deutschland. Aber vor allen Dingen auch, ich habe vorhin über sozialen Ausgleich gesprochen, das ist ja nicht irgendwas. Engagierter Klimaschutz geht nur mit sozialer Sicherheit. Also es geht nicht, dass man sagt, ach, das ist mir doch egal, jetzt machen wir Klimaschutz und dann gucken wir, müssen halt alles sich arrangieren. Nee, das funktioniert nicht. Das Land können wir nur zusammenhalten, wenn wir für den sozialen Frieden und den Ausgleich sorgen. Und das gilt jetzt in Zeiten dieser massiven Inflation noch viel mehr, als es sonst gegolten hat. Jetzt haben wir ein Viertel der Legislaturperiode fast rum. Nächste Woche ist ja, glaube ich, die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause. 3 Viertel fehlen noch. Was hast du noch auf deiner Agenda? Was hat die SPD-Fraktion noch auf der Agenda? Was muss in den nächsten, nächsten 3 Viertel dieser Legislaturperiode noch gemacht werden? Was habt ihr vor? Also zuerst mal höre ich den Begriff Sommerpause sehr ungern. Weil natürlich gehe ich irgendwann in diesen 2,5 Monaten auch mit meiner Familie in Urlaub. Aber das ist der geringste Teil dieser 2,5, 3 Monaten, sondern das meiste verbringe ich in meinem Wahlkreis mit Sommertouren, aber natürlich auch mit Planungen für den Herbst, mit Gesetzesvorhaben und so weiter und so fort. Und das machen sehr, sehr viele Abgeordnete, genauso wie ich das tue. Das zum Begriff Sommerpause. Deshalb sagen wir lieber sitzungsfreie Zeit, weil wir dann endlich Zeit haben, uns auf Dinge zu konzentrieren, die wir im parlamentarischen Alltag nicht so gut tun können. Was haben wir noch vor? Wir haben sehr groß, also neben den ganzen, also was wir gerade aktuell verhandeln, Osterpaket und so weiter, also diese ganzen
Dinge, wie wir schneller und mehr erneuerbare Energien und Energieunabhängigkeit herstellen in der Bundesrepublik Deutschland, sind natürlich Themen wie Kindergrundsicherung. Kein Kind soll in Armut in Deutschland leben. Das ist ein Riesenprojekt. Das betrifft ganz viele Sozialgesetzbücher. Das ist wirklich ein großes Reformprojekt. Das Bürgergeld, wo wir sagen, da geht es auch um letztendlich die Augenhöhe herzustellen und den Wandel von Hartz IV hin zu einem Bürgergeld, auch ein großes Projekt, und dann noch die Stabilisierung des Rentenniveaus, was de facto eine strukturelle Stärkung der gesetzlichen Rente ist, und das ist längst überfällig. Das sind so drei Megaprojekte. Es gibt sicher noch ganz viel anderes, Kinderrechte ins Grundgesetz und. Aber wenn du mich jetzt so fragst, was sind so die drei, glaube ich, bin ich mit denen ganz gut dabei. Ich würde nochmal die Frage stellen zur sitzungsfreien Zeit. Ich sage jetzt nicht mal Sommerpause, was Neues. Du hast erzählt, du bist in deinem Wahlkreis unterwegs. Ich frage dich gleich mal, was du dann in deinem Wahlkreis machst. Aber vielleicht vorher mal die Frage, wenn die Abgeordneten ja keine Sitzungen haben, was passiert eigentlich in der Zeit? Mal so eine ganz Basic-Frage, wenn irgendwas passieren sollte, arbeitet dann der Bundestag noch? Heißt es dann, Olaf Scholz ruft alle an, ihr müsst jetzt alle zurückkommen? Oder wie funktioniert das eigentlich in der Zeit? Also zuerst mal hat der Bundestag in der Pandemie und jetzt auch in der Ukraine, mit dem Krieg in der Ukraine, ja immer wieder gezeigt, dass er zu jeder Zeit handlungsfähig und auch sitzungsfähig ist. Also die Rede von Olaf Scholz zur Zeitenwende war ein Sonntag. Also das war jetzt alles andere als ein regulärer Sitzungstag, und das ist natürlich aber in zeitlicher Nähe absolut sinnvoll gewesen. Also ich will mich nicht beschweren, aber ich will damit sagen, wir finden immer Mittel und Wege. Und natürlich gab es auch schon sitzungsfreie Zeiten mit Sondersitzungen, wenn sie notwendig sind. Und wir hoffen alle, dass sie nicht notwendig sein werden, aber es können immer Dinge passieren. Und dann muss Olaf Scholz aber nicht alle über 700 Abgeordnete einzeln anrufen und einladen, weil wir legen sehr viel Wert. Olaf Scholz ist Regierung, wir sind Parlament. Also wir laden dann schon, wenn, lädt Bärbel Baas ein und nicht Olaf Scholz. Und wir machen immer, also immer das, was notwendig ist, was diesen Sommer auf jeden Fall stattfindet. Ist, dass wir parallel Schritte für den Herbst beraten werden, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, auch mit der drohenden Gasknappheit. Wir wissen nicht, wie Putin sich verhält, ob er irgendwann Nord Stream 1 ganz abdreht und. Und das braucht ja immer dann auch politisches Handeln und zeitnahes politisches Handeln. Was ich daran wichtig finde, ist, dass wir jetzt einfach sehen, dass diese völlige Fokussierung auf fossile Energien, die war schon immer falsch, aber sie ist im Moment umso falscher. Und deshalb ist der wichtigste Schritt der Energieunabhängigkeit aus meiner Sicht der Ausbau erneuerbarer Energien. Wir werden jetzt schon Kohlekraftwerke länger laufen lassen müssen, um das abzupuffern, wo wir Gas in Strom umwandeln. Aber Gas wird ja hauptsächlich für Wärme verwendet und in der Industrie. Und alle, die irgendwann mal gesagt haben, wir brauchen ein totales Gasembargo, wie zum Beispiel Jens Spahn, die können sich ja heute daran nicht mehr erinnern, dass wir das mal gefordert haben, weil sie jetzt merken, wie zentral Gas für unsere Wirtschaft ist. Aber das wird gegebenenfalls auch nochmal Handeln im Sommer erfolgen, auch benötigen müssen. Und ich gehe davon aus, dass das so ein Sommer wird wie in den Corona-Jahren, nämlich ein Sommer, wo wir alle letztendlich uns auch ein bisschen erholen können, aber dennoch auf Abruf und jederzeit verfügbar sein müssen, wenn notwendige Beratungen stattfinden. Du hast gerade erzählt, du bist im Sommer in deinem Wahlkreis viel unterwegs. Da frage ich jetzt mal so aus Interesse, aus Neugierde, was machst du eigentlich in deinem Wahlkreis? Na, ich mache jeden Sommer eine Sommertour und mache das mit einem Motto. Und dieses Jahr mache ich eine Sommertour, wo ich sage, was sind die Spuren der Transformation? Das ist ja ein sehr abstrakter Begriff. Wo sind die Spuren des Wandels? Wo sind die Spuren der Klimaneutralität? Wie kriegt man Soziales, Ökologie und Ökonomie in Einklang? Und da treffe ich mich mit vielen, vielen im Handeln, mit Unternehmen, mit Gewerkschaften, mit Betriebsräten, mit der öffentlichen Hand und also ganz verschiedenen Akteuren in meinem Wahlkreis und spreche mit denen, weil das ist mir unheimlich wichtig, dass die Arbeit, das macht mich letztendlich auch in Berlin stark, dass ich weiß, wie
was sind die Probleme vor Ort und dann auch in Berlin das immer wieder adressieren kann. Das ist das eine. Und dann mache ich noch eine Tour auf ein, ich habe im Wahlkampf auf ein Wort mit Katja Mast gemacht. Da sind wir mit so einem Bierwagen, den wir von Festen kennen, immer in den Ortsmitten gestanden. Und da sind viele Bürgerinnen und Bürger gekommen, die kein SPD-Parteibuch hatten, die einfach dieses, da steht jemand und hat Zeit und mit dem kann ich mich unterhalten. Und das machen wir jetzt dieses Jahr in Eisdielen, auch auf ein Wort mit Katja Mast, aber dieses Mal auf ein Wort und ein Eis mit Katja Mast. Ach schön, das ist ja schön. Da, da möchte ich auch glatt selber vorbeikommen. Lade ich ein. Ja, vielen Dank für den schönen Einblick. Es hat mich sehr gefreut. Hoffentlich bald mal wieder, vielleicht ja schneller als nur einmal im Jahr im Sommer. Aber ich bin sehr gespannt auf alles, was noch kommt. Und überlasse dir das letzte Wort, wenn es noch irgendwas gibt, was du loswerden möchtest, was ich dich noch nicht gefragt habe. Also zuerst mal danke für die Gelegenheit, hier mit dir zu sprechen und auch so kurzweilig die Politik quasi runterzubrechen. Und ich freue mich einfach, dass auch ihr vom Vorwärts immer wieder neue Wege findet, die Bürgerinnen und Bürger anzusprechen. Und stehe gern bereit, wenn ihr mich wieder braucht. Das kriegen wir schon hin, so 20 Minuten geht immer irgendwie. Und dir wünsche ich auch einen schönen Sommer. Ich hoffe, du hast ihn auf jeden Fall. Und sammle Kraft, weil der Herbst wird auch politisch anspruchsvoll. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche noch einen wunderschönen Restnachmittag. Auch allen, die zugeschaut haben, wunderschönen Nachmittag noch. Und bis hoffentlich bald mal wieder. Tschüss. Ciao.